Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge gab es ja hier ein Riesendesaster und ich weiß nicht mehr, wer er hieß. Der eine, der uns nicht aus dem... Ich muss hier so über den Donner hinwegschreien. Der eine, der uns nicht aus dem Raum unten rauslassen wollte, aus der... aus den Schlafräumen. Der hat den Kessel hier umgeschüttet und alles ist hier versaut. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe jetzt eine Woche lang wieder nicht mehr gespielt. Ich muss mal eben schauen, was müssen wir jetzt eigentlich tun? LeChucks Karte zum Geheimnis von Monkey Island stehlen. Ja, das haben wir ja schon mal so ein bisschen probiert. Das haben wir ja noch nicht so wirklich geschafft. Genau, das war das. Ein einstimmiges Votum erhalten. Unterstützung von Rose, Gore, Putra und Flamp. Oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Okay, also 4 Leute brauche ich für die Unterstützung. Das heißt, ich habe doch irgendwas bekommen, meine ich. Das Messer bewundern. Achso, ich bin da drüber. Ich wollte gerade sagen, das ist der Schädel. Klappe, inspirierende Einführungsbroschüre. Einführungsbroschüre? Lesen, Karte, Quizbuch, hatten wir nicht irgendwas bekommen in der letzten Folge? Das ist das Hühnerfutter? Ich weiß es gerade nicht. Wir sollten vielleicht nochmal eben runtergehen ins Schiff. Hier, LeChucks Kabine, vielleicht... Du, Shelby, komm her! Du bist neu auf meinem Schiff. Ich lerne gern alle Mitglieder meiner Mannschaft kennen. Wie ist dein Name, Shelby? Hatten wir das nicht beim letzten Mal schon? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Shelby ist in Ordnung, genau. Blutschwert der Gefürchtete, Wahnsinnsbart der Bartlose... Augenfresser der Rücksichtslose oder Guybra Mike? Shelby ist in Ordnung. Fragen? Keine? Gut. Ich mag eine Mannschaft, die keine Fragen stellt. Jetzt geh wieder an die Arbeit, bevor ich deine Eingeweide als Köder verwende. Warte! Vergiss das Kiel holen morgen um 4 nicht. Ich betrachte es gern als eine teambildende Maßnahme. Werde ich nicht. Okay. Geisterratte kommentieren. Na gut, das hatten wir ja schon alles hier. Arbeitsbereich der Quartiermeisterin. Haben wir denn irgendwas? Nee, ich brauche keinen... Ja, ich brauche schon einen Hinweis, aber da möchte ich jetzt noch nicht draufklicken. Schlüssel der Vitrine, Monokel, Münzbörse. Ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, meine treue Pferderüstung zu benutzen. Genau. Cracker haben wir noch da, aber wir haben jetzt hier keinen Papagei mehr. Ein Messer haben wir noch. Gut, die Augenklappe sollten wir lieber nicht abnehmen. Die inspirierende Einführungsbroschüre lesen. Ja, was ist damit? Ach so, das ist das hier. Wutanfälle bekommen, das... Ja. Ich kann mich wieder dran erinnern. Okay, den Schädel, den haben wir ja schon sehr geplättet in der letzten Folge. Und das Hühnerfutter. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben, weil ich meine, dass jetzt irgendetwas fehlt, was wir aber schon hatten. Rose überreden, ihre Stimme zu ändern. Wiederholung der Abstimmung beantworten. Achso, ja, das machen wir dann später. Hör mal, wegen der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei! Ich bereue es gerade, dich eingestellt zu haben. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win-win, genau. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win-win. So funktioniert Politik, oder? Ich gebe meine Meinung und mein Urteilsvermögen nicht für Geld oder Gefallen her, Shelby. Ich bin nicht käuflich. Ich habe ein moralisches Zentrum. Ich habe auch so eins. Es ist nur etwas klein und liegt an der Seite. Wie ein Nietnagel. Hoffen wir, dass es dir in deiner Karriere als Pirat keine Probleme bereitet. Bis jetzt nicht. Eigentlich loyal. Ja, das stimmt allerdings. Bist du nicht neugierig? Ja, wir nehmen erstmal die Loyalität. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein.
der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut, als sein persönliches Spielzeug als große runde Schachtel mit einer Schleife drauf und dem Geheimnis von Monkey Island da drin. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh. Okay. Was ist mit dir? Ich würde gern über deine Abstimmung zum Thema Monkey Island diskutieren. Ich sage nein. Ich fürchte, nach Monkey Island zu gehen, bringt mir nicht wirklich etwas. Wäre ein Tapetenwechsel nicht schön? Ich habe schon viele Tapeten gesehen. Wie wäre es, wenn es sich für dich lohnen würde? Ich höre. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Ra versetzt wirst. Okay. Ich übernehme deine nächste Schicht. Ich werde dein bester Freund sein. Woran hättest du Interesse? Ja, das... Ja. Woran hättest du Interesse? Oh, ich habe alles, was ich brauche, aber mir ist langweilig. Früher hatten wir ein Unterhaltungsbudget, aber für dieses schicke neue Schiff wurde so viel Kredit aufgenommen, dass es keinen Schnickschnack mehr gibt. Unterhaltung, sagst du? Ich bin mir sicher, dass mir etwas einfällt. Unterhaltung ist mein zweiter Vorname. Das ist witzig. Ich mag gute Witze. Allerdings halten sie nicht sehr lange. Okay. Das sieht nach einem dauerhaften Fleck aus. Riecht schlimmer, als es aussieht. Da war doch gerade irgendwas. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Ja. Dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Hier sind wir ja schon mal gewesen, Ende der letzten Folge. Da haben wir ja nochmal durch das hervorragende... Nee, nochmal das Fernrohr loben. Nochmal einen Blick riskieren. Ja, was bringt uns denn nichts? Sieht aus, als hätten sie ihr Schädelproblem noch nicht gelöst. Gut. Hart am Arbeiten? Niemals. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Gibt es einen bestimmten Gefallen, den ich dir tun kann? Ich weiß nicht viel über deine Interessen. Meine Hauptinteressen sind Schlafen und Essen. Ich versuche, beides so oft wie möglich zu tun. Okay. Hast du ein Lieblingsessen? Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ja. Brennendes Alaska. Salzig wie die Tränen der Witwe. Süß wie Rache. Und feurig wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Klingt lecker. Ausgesprochen schmerzhaft, ja. Okay. Wie machst du brennendes Alaska? Ich mache es nicht. Ich lasse es von jemand anderem machen. Einem Profi, wenn möglich. Es gibt Sicherheitsbedenken. Okay. Was ist das für ein Buch? Es ist ein Buch mit Witzen aus der Unterwelt. Witze aus dem Jenseits, die man in dieser Welt nicht kennt. Okay. Unterweltwitze, hast du gesagt. Sind sie gut? Urkomisch. Würdest du das Buch als unterhaltsam bezeichnen? Ich würde ein kürzeres Wort verwenden, aber ja. Wahrscheinlich gut oder so? Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Nee, ich habe nicht wirklich etwas anderes zu tun. Was deine Stimme angeht? Es bedeutet mir sowieso nicht so viel, aber hey, eine Hand wäscht die andere. Du willst, dass ich dir die Hand wasche? Redewendung. Du brauchst dich nicht zu verbrennen. Tu etwas Nettes für mich und vielleicht helfe ich dir. Okay. Also, brennendes Alaska. Weiter mit der schlechten Arbeit. Immer. Wie komme ich denn nochmal in die Küche? Letztes Mal hat er sich doch beschwert, glaube ich. Da wollte er das nicht. Den Zettel lesen. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Ein
Glockenschlag. Abstimmungsstunde. Ups. Haben wir das nicht gerade getan? Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. Nein. 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 Die Abstimmung hat sich seit dem letzten Mal nicht verändert. Die Mühlen der Demokratie mahlen langsam. Ich warne dich, Schrubbi. Verschwende nicht unsere Zeit. Sitzung vertagt. Ups. Er ist jetzt leer. Ja, gut. Oder nicht gut, aber ich dachte, okay, ich klick da mal drauf, ne? Was ist das denn hier? In den Laderaum. Ach so, das war mein Laderaum. Ah, was ist mit dir? Flair? Ach, was ist? Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach, komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Gullets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. LeChuck hat Gullet über Bord geworfen. Yep. Pech für dich, Schrubbi. Und für mich, schätze ich. Und jetzt hau ab, ich bin beschäftigt. Okay, da er ihn über Bord geworfen hat und da ich davon ausgehe, dass wir das Ganze hier lösen müssen. Das Schiffskombüse trotzen. Ah, da war ich ja noch gar nicht drin. Aber ich werde erstmal kurz, bevor ich das nämlich gleich vergesse, ich werde erstmal nach draußen gehen, weil da haben wir ja eigentlich nur die eine Möglichkeit. Wie ging das denn jetzt nochmal? Ah, hier. Da haben wir eine Möglichkeit, dass wir außen am Schiff entlang gehen. Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht. Der hat ihn auch über Bord geworfen. Er hat ihn jetzt nicht irgendwo gegen das Schiff... Okay. Gullet, du! Nettes Messer. Er steckt dort am Ruder fest. Er hat auch ein Messer im Rücken, aber das ist eindeutig nicht der Grund, warum er feststeckt. Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bad, um den alten Gullet loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweiden aufhänge, Schrubbi! Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernder Haufen Exkremente. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel! Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Ja. Ich schätze, da hast du recht. Ha! Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht. Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst. Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen. Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. War nett, mit dir zu reden, Gullet. Was meinst du damit, war nett, mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein. Hol mich hier raus, um Himmels Willen. Du Pavian, das wirst du mir büßen. Aber wieso kann ich nicht das Messer... Das ist das Wahlmesser von Flair Gorys Großmutter. Ah, jetzt.
Es ist eine Schönheit. Du Clown, das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. Jo. Das interessiert uns doch nicht. So, okay, perfekt. Dann kann ich ihr auf jeden Fall schon mal das Messer geben. Auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt so gedacht hätte, dass es dann, dass wir es so rausholen würden. Aber klar, der ist natürlich untot. Ist ja logisch, dass wir dann nochmal mit ihm sprechen können. So, Moment, sie war hier. Über die Ursprünge. Nee, das ist ihr Messer. Zack. Ich habe dein Messer gefunden. Das Messer meiner Großmutter. Danke, Schrubi. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber ich denke, ein Deal ist ein Deal. Ich stimme für deinen dummen Plan. Da-da-da-da! Wenigstens einen haben wir schon mal. Okay. Kann er also, uns dieses Putra. Essen machen? Chefköchin Putra. Oder sie. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten sie. Okay. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes... Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Mir war nicht bewusst, dass es da einen Unterschied gibt. Das liegt daran, dass du ein ignoranter Trottel bist wie alle anderen auf diesem Schiff. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besseres Essen als ein lausiger Chefkoch. Aber als Koch geht es vor allem um die Beherrschung von Materialien und Techniken, während ein Chefkoch Kunstfertigkeit, Improvisation und Innovation einbringt. Jeder, der meinen gekochten Angelfisch und meine Haggis-Knödel probiert hat, sollte mir zustimmen, dass ich diesen Titel verdient habe. Okay. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Ja. Okay. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Oh. Okay, also wir müssen Rose überreden. Ich überlasse dich wieder dem Kochen. Ja. Okay, den... Future hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. Oder auch nicht. Warum schaue ich nicht mal, ob ich mit deiner Beförderung weiterkomme? Ich glaube, LeChuck mag mich. Klar, mach dich nur lustig. Wenigstens werden wir alle etwas Unterhaltung daraus ziehen. Man sollte meinen, dass es auf einem Schiff die Möglichkeit gibt, das Wasser hin und wieder zu wechseln. Vielleicht solltest du das Wasser mal wechseln. Nur so ein Gedanke. Das ist kein Wasser. Ich mariniere die Tellerreste für das morgige Abendessen. Darf ich nach dem Pfefferstreuer fragen? Das ist Dämonenpfeffer. Hergestellt aus Dämonenpaprika. Der schärfsten Paprika, die man bekommen kann. Gib ihn unter keinen Umständen auf etwas, das du essen willst. Ich mag scharfes Essen. Nicht so. Brennt auf dem Weg hinein, brennt auf dem Weg hinaus. Dazwischen Verbrennungen. Okay. Kann ich mir deinen Dämonenpfeffer ausleihen? Nein. Wow, ich bin mir nicht sicher, ob die schon ganz tot sind. Es ist schwer zu sagen, ob sie zum Kochen oder zum Kämpfen sind. Es ist süß, dass du denkst, dass es einen Unterschied gibt. Es klingt wie Schreie, aber sehr leise. Was ist die Suppe des Tages? Einige ehemalige Besatzungsmitglieder, die es nicht geschafft haben. Na? Das ist eine Delikatesse. Es ist beruhigend auf eine seltsame Art und Weise.
Na, ob das beruhigend ist, weiß ich nicht. Zuerst dachte ich, dass sich dahinter die Toilette befinden muss. Aber nein, es ist nur die Speisekammer. Was ist das eigentlich alles für ein Zeug? Oh, Seeigelschalen, Gallengangsextrakt, Zucker, Fangkraut. Nichts Ungewöhnliches. Kann ich dir beim Abwaschen der Teller behilflich sein? Nee, die habe ich schon gemacht. Okay. Der wird mit einem ziemlich stabilen Stück Holz zugehalten. Okay. Können wir da vielleicht was? Noch was? Schleier nehmen. Also hier können wir nichts Neues machen. Lass die Augen von der Karte, Schrubi. Das ist die einzig wahre Karte zum Geheimnis von Monkey Island. Von mir mit großem Aufwand und viel Mühe beschafft. Ich werde nicht zulassen, dass du sie anfasst. Nicht mal mit deinen Augäpfeln. Zumindest nicht, solange sie noch in deinem Schädel sind. Okay. Lass die Augen von der Karte, Schrubi. Was willst du, Schrubi? Ich möchte kurz anmerken, dass Putra wirklich eine Beförderung verdient hat. Ich möchte nur kurz anmerken, dass Putra wirklich eine Beförderung verdient hat. Sie macht eine fiese Augapfelsuppe. Und wenn ich fies sage, dann meine ich das wortwörtlich. Hat sie dich dazu angestiftet? Putra versucht schon seit Jahren, mir eine Beförderung abzuringen. Sag Putra, dass ihr Plan gescheitert ist und dass sie um 4 Uhr beim Kiel holen sein muss. Okay. Warum genau versuchen sie, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Das Geheimnis von Monkey Island hat schon so manchen Piraten gequält. Manche glauben, dass es nicht existiert, dass es nur ein Mythos ist oder ein Scherz, den sich ein Narr ausgedacht hat. Keiner war mehr davon besessen als dieser Idiot Guybrush. Ich? Ich glaube, dass es eine mystische Kraft hat, die für das Böse genutzt werden kann. Und als zusätzlichen Bonus wird es Threepwood über den Rand des Wahnsinns treiben. Threepwood. Wood. Mit 2 O's. Wie war noch einmal dein Name? Schrubi. Mit 2 B's. Was dagegen, wenn ich mir die Karte ansehe, mit der Sie vorhin herumgewedelt haben? Fass die Karte nicht an! Sind Sie sicher, dass ich nicht einen Blick auf die Karte vom Geheimnis werfen kann? Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Die Karte zu berühren ist eine Abkürzung, um Kiel geholt zu werden. Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. Ich habe ein anderes Schiff entdeckt, das einen Zaubertrank herstellt. Und wir können ihm einfach folgen. Was steht auf dem Namensschild? Das auf meinem Schreibtisch. Da steht LeChuck. Und LeChuck ist ein Anführer, kein Mitläufer. Noch eine Sache, Schrubbi. Jetzt, wo du der erste Schrubber bist, musst du den Schrubbi-Bericht ausfüllen. Nimm diesen Bericht, fülle ihn aus und gib ihn Iron Rose, damit sie ihn unterzeichnet. Manche sagen, dass es der Grog ist, der ein Piratenschiff am Laufen hält. Das ist es nicht. Es ist der Papierkram. Okay. So, der eine hat jetzt gesagt, dann haben wir, genau, das waren nämlich 4 Leute. Iron Rose war ja die, die oben steht. Genau, der habe ich das nämlich erzählt. Ach, da geht's noch weiter. Oh. Ach so, dann waren es doch mehr. Dann waren es 5 Leute. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Groß überreden.
Bericht des ersten Schrubbers untersucht. Missstände auf dem Schiff protokollieren und unterschreiben lassen. Okay. Und das war die Beförderung, ne? Kann ich die nicht eventuell... Hast du die Bewerbung von Putra für die Beförderung gesehen? Ja, natürlich. Aber das ist etwas, das LeChuck persönlich genehmigen muss. Was er niemals bewusst tun würde. Niemals bewusst tun würde. Putras Beförderungsantrag in meinem Schrubbi-Bericht zu verstecken, wird nichts bringen. Putra muss ihren Antrag von LeChuck selbst genehmigen lassen, nicht von der Quartiermeisterin. Okay. Ich dachte, der muss das dann am Ende auch nochmal... Was muss ich denn... Oh. Ja, ja, das ist klar. Muss ich... nehmen? Ach so. Ah, das zum Bericht hinzufügen. Ah, okay. Eine okay. Schande. Okay, das ist etwas Schlechtes. Was haben wir denn dann noch? Missstände auf dem Schiff. Könnte man das als Missstand bezeichnen, dass der da unten hängt? Kein Missstand, okay. Ich gehe mal gucken, weil das ist ja eigentlich was, was nicht sein dürfte. Das vielleicht auch. Bullauge zurückklettern. Vielleicht auch, aber naja, ich weiß nicht, ob wir das Ding unter Wasser überhaupt benutzen können. Hi, Garlet. Ich dachte, er kann 10 Minuten die Luft anhalten. Es wird aber mal ab 8 gezählt. Okay, da ist nichts. Na gut, dann gehen wir wieder hoch. So, was aber sein könnte... Ich weiß nicht, ob das ein Missstand ist. Na, anscheinend nicht. Das ist vielleicht von der anderen Seite... Von der anderen Seite können wir auch nicht. Das ist ein ekelhaft schmieriges Bullauge. Oder können wir es jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Okay, dann vielleicht die Hühner, aber die werden wahrscheinlich nicht dazu gehören, ne? Ach stimmt, hier unten habe ich jetzt alles sauber gemacht. Okay, da können wir nichts machen. Die Suppe da wird wahrscheinlich... Achso, Moment, halt, stopp. Ist das nicht ein Missstand? Auch nicht. Arbeitsbereich der Quartiermeisterin? Keine Ahnung. Okay. Hochschauen, Krähennest. Ah... Aufgebrauchte Zaubertränke, vielleicht? Keine Ahnung. Auch nicht? Die Katze vielleicht? Ich weiß ja nicht, was der hier mit Missstand meint. Ach so! Ach, ich bin die ganze Zeit den Falschen am Nehmen. Oh, nein, ne? Och, nein. Dann probieren wir es hier nochmal. Nein, das ist nicht euer Ernst. Es ist, als ob niemand auf dem Schiff etwas von Recycling gehört hätte. Okay, hier ist auch nochmal aufgebraucht. Ich weiß nicht, müssen wir das nochmal einzeln machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Ich habe die leeren Kisten bereits zu meinem Bericht hinzugefügt. Okay. Okay, dann würde ich sagen, das hatten wir ja schon. Aufgebrauchte Zaubertränke. Die sind wahrscheinlich dann auch damit gemeint, ne? Ich habe die leeren Kisten ja, ja. bereits zu meinem Bericht hinzugefügt. Dann würde ich aber sagen, dass wir das nochmal ausprobieren. Weil das ist für mich persönlich... ist es. Das ist der Laderaum des Schiffes. Traut es heim, Glück allein. Das ist für mich ein Missstand, weil das ja eigentlich so nicht sein sollte. Wir probieren das mal. Ah. Das ist eklig. Und eine Rutschgefahr. Genau. Können wir hier auch noch irgendwas... Nee, da ist nur an die Arbeit gehen. Okay. Dann gehen wir da nochmal raus. Dann probieren wir es doch nochmal.
ob wir das draußen, weil das ist für mich ja auch ein Missstand, weil, also ich denke, er hat ja gesagt, dass er eher brechen würde, ne, bevor das Ruder... I got it. Ja, so hat er es nicht gesagt, bevor das Ruder bricht, aber... Ja, 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 ich gehe davon aus, dass niemand das hier lesen und hier runterkommen wird, um ihn zu finden. Hat er das trotzdem reingemacht jetzt? Auf dem Oberdeck? Und dann sehe ich es durcheinander. Achso, durcheinander behindert das Schiffruder. Okay, aber eins fehlt uns dann immer noch. Also, die Flecken haben wir. Moment, das wollte ich ja noch probieren. Das geht nicht. Okay. Hier geht gar nichts von. Ach so, das war jetzt wieder... Das Hühnerfutter vielleicht, aber das ist ja kein Missstand, ne? Doch. Okay. Ich hätte das wohl reinigen sollen. Aber ich überlasse es dem nächsten Schrubbi. Das war's. Ich habe meinen Bericht fertig. Ich sollte Ihnen Iron Rose zeigen. Okay. Ich dachte jetzt, okay, weil das so befleckt, sag ich mal, aussieht, kann man es ja mal probieren. Aber richtig dran geglaubt habe ich nicht. Aber ne, wie es bei Monkey Island ja immer so ist, man muss alles mal ausprobieren. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Ja, sehr gründlich. Siehst du? Ich bin gut in meinem Job. So weit würde ich nicht gehen. Hier, ich habe noch einen Haufen anderer Berichte, die der Captain unterschreiben muss. Warum nimmst du ihm nicht den ganzen Stapel? Ah. Kann man jetzt... Perfekt. Okay, super. Dann lassen wir das nochmal schnell unterschreiben. Wagen, die Schiene zu betreten. So, bitteschön. Papierkram? Okay, her damit. Alles gestempelt. Jetzt lass mir bitte etwas Ruhe und Frieden. Okay, dann werden wir den Antrag jetzt mal weitergeben und hätten damit dann schon mal... Er wollte das, ne? Beziehungsweise sie. Schon mal den abgestempelten... Genau. Bitteschön. Gute Nachrichten, Chefköchin Pewter. Du wurdest offiziell befördert. Ich bin Chefköchin! Chefköchin Pewter! Danke, Schrubbi. Du bist fantastisch. Ich schulde dir was. Erster Schrubber. Ja, also, du schuldest mir was. Ja. Jetzt, wo du Chefköchin bist, würdest du mir brennendes Alaska zubereiten? Natürlich. Ich muss dich allerdings davor warnen, es zu essen. Wegen des Dämonenpfeffers? Hauptsächlich. Du hast immer noch einen guten Teil deines Gesichts übrig. Es wäre schade, es vorzeitig abzuschmelzen. Okay. Wie viel macht die da bitte drauf? Manche Chefköche verwenden heutzutage Schuppen aus der Dose. Aber ich würde nie eine derartige Abkürzung nehmen. Brennendes Alaska, wie bestellt. Sei vorsichtig damit. Und wie gesagt, versuche nicht, es zu essen. Danke. Ganz ehrlich, ich würde es ja gerne mal, Ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Pewter hat gesagt, dass es mit Dämonenpfeffer gemacht ist. Ja, schade. Okay, dann gehen wir damit jetzt nach oben. Sehr, 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 sehr geil. Wenn wir eins haben und das nächste, dann... hier müssen wir hoch. Dann erübrigen sich die anderen Sachen ja im Endeffekt schon. Auch wenn es eine langwierige Geschichte jetzt war. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Brennendes Alaska.
Süße, giftige Erinnerungen meiner schattigen und giftigen Kindheit. Es schmerzt mich innerlich wie eine verlorene Liebe. Ein Meisterwerk. Ich stehe in deiner Schuld. Ich hasse es, Schulden zu haben. Also sagen wir einfach, dass ich für dich stimmen werde, wenn wir das nächste Mal über deinen Plan sprechen. Den mit den Affen. Den mit den Affen. Das ist ja nett ausgedrückt. So, mal eben schauen. Wir haben 2 Stück. Iron Rose. Iron Rose. Da hatten sie doch irgendwas zu gesagt. Oder? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Also, die eine stimmt auf jeden Fall zu. Das war die, glaube ich, wenn Iron Rose zustimmt. Und das andere ist Apple Bob. Das war die Unterhaltung. Naja gut, dann würde ich aber trotzdem erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Und weil wir sind nämlich jetzt schon wieder über eine halbe Stunde dran. Und ich wollte ja eigentlich die Folgen nicht so lange halten. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal gucken, wie wir mit dem Ganzen weitermachen, wie wir den beiden anderen, ja, wie wir die überreden können. Weil die dritte, die ist ja so eine Mitläuferin, die wird sowieso zustimmen, wenn Rose zustimmt. Und ich meine, aber abgestempelte Papiere überprüfen. Ach so, das muss ich ja noch abgeben. Es ist ein Stapel Papiere, die von LeChuck gestempelt wurden. Oh, es tut mir gerade leid, aber meine Stimme versagt gerade jämmerlich. Die geben wir noch schnell ab. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Das sind sowieso alles Sachen, die LeChuck absegnen muss. Hat er doch schon. Hä? Es ist ein Stapel Papiere, die von LeChuck gestempelt wurden. Ja, meine ich doch. Oder die braucht die gar nicht mehr. Naja, gut. Okay. Dann verabschiede ich mich halt hier unten erstmal von euch, sofern ich noch reden kann. Und wir sehen dann den Rest erstmal in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.